Guten Morgen. Heute ist der 5. Ja, jetzt geht es wieder aus da von dem Mount Whitney Campground. Eine Meile bis zum eigentlichen PCT ungefähr. Und dann gehen wir ungefähr 12 Meilen. Das haben wir uns jetzt überlegt. Schon fast ganz auf bis zum Forrester Pass. Der ist auf 13.000 irgendwas Feet. Der höchste Pass auf dem ganzen PCT. Und ja, zuerst haben wir gedacht, nur 7 oder 8 Kilometer heute, Meilen. Dann wären wir gerne am Fuß über den Forrester. Man, Forrester Pass, den keine Ahnung. Und dann hätten wir halt morgen einen ganzen Aufstieg gehabt, aber wir brechen das jetzt auseinander. Wir gehen heute schon zum Forrester Approach auf. Es ist zwar ein Full Aufstieg heute, das sind, ich glaube, 2.000 Feet. Allein nur auf dem Forrester auf, mit nochmal 1.500 Feet davor. Aber das bringt uns dann morgen nur 600 Feet vom eigentlichen Übergang, also vom eigentlichen Pass entfernt hin. Das heißt, den machen wir morgen in der Früh. Da ist der Schnee noch schön knackig und hart. Dann gehen wir hinterrucks durch, habe ich. Da ist auch noch schön knackig und hart alles, der Schnee. Und dann gehen wir schon Richtung Kearsarge Pass. Der liegt auch nicht auf dem PCT. Aber das ist der Weg, den du nehmen musst, wenn du nach Independence und so geil wirst. Independence Lombine Bishop, ich glaube, das sind. Da kommst du nicht überall hin, wenn du wirst. Ja, das heißt, heute wird dann so ein gemütlicher Tag, wie ich zuerst geglaubt habe. Oh oh, Forrester Pass. 9,4 Meilen. Nicht, dass ich mich auskennen würde, aber irgendwie gefallen mir die Wulden nicht. Ich hoffe wirklich, dass kein Schnee überlässt. Irgendwo da, ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo da in der Berg ist der Forrester Pass, wo wir drüber müssen. Das habe ich glaube ich gar nicht gesagt, oder? Dass wir jetzt, ich glaube es hat Mount Whitney auf dem John Muir Trail unterwegs sind. Also John Muir Trail und der PCT, der überschneiden sich da und gehen jetzt da gemeinsam, ich weiß nicht wie lange weiter, aber schon ein Stück lang weiter. Cool. Interessiert das überhaupt nicht. Ja, ich gehe da jetzt auf. Da geht es jetzt schon Richtung Forrester Pass auf. Also ich glaube, es sind noch 3,5-4 Meilen bis zu der Campsite. Und dann sind es morgen nur 600 Feet über den Forrester Pass drüber. Jetzt gibt es einmal ein kurzes Bäuschen wieder. Was ist denn das? Erdäpfelpüree, Lachs und Erdnussbutter. Ist aber echt nicht schlecht. Da ist er, der Forrester Pass. Ich glaube, das müsste da sein. Ich glaube, da sieht man einen leichten Weg. Vielleicht täusche ich mich ja. Aber ich glaube, das ist er. Da hinten sind wir gekommen, da von dem Hügel. Oh, Krieg gerne gehabt, hä? Um uns aber eine Stunde früher und mir hätte es
Der Regen und der Schneeschauer voll erwischt. Ich glaube, da hinten ist der Fish Fry, sieht man. Da der schwarze Punkt in der Mitte. Ja, das ist er. Ah, Fish Fry, Iceman heißt er. Seht ihr das? Da ist er schon. Der Forester. Coole Sache, ja? Da noch 0,2, 0,3 Meilen, also ein paar hundert Meter noch, und dann flacke ich mein Zelt um mich und dann war es das für heute. Und dann bin ich auf 12.500 Feet, das sind ungefähr 4.100 Höhenmeter. So hoch habe ich sicher noch nie gecampt in meinem ganzen Leben. Und ich schätze, so hoch wie ich wahrscheinlich auch nie mehr campen in meinem Leben. Geil. Was weit jetzt sogar hören muss. Campsite. Da ist der Forest Pass. Guten Morgen. Heute ist der 6. Alles Gute zum Geburtstag, Mama. Ja, jetzt geht's auf hier auf den Forester Pass. Bist du deppert? Hey, gestern war's kalt. Ich glaube, das war ziemlich das Limit für meinen Schlafsack und für meine Isomatten. Da ist nicht mehr viel gegangen. Also ich habe wirklich scheißhindert die ganze Nacht über fast nichts geschlafen. Ich bin froh, wenn ich da raufgekommen und hinten wieder durch habe ich gekommen. Ja, hinten sind die anderen noch. Die anderen sind noch ein Stück weiter da unten. Die müssen aber jetzt gerade im Moment auch losgehen. Das heißt, wenn ich da oben bei den Switchbacks fertig bin oder irgendwo mit dem 3 bin, sollten die anderen auch gerade da sein. Das müsste genau passen. Ein Sturm zieht da einer, ein Schneesturm, hä? Gesundheit. Wir müssen über den Pass drüber, bevor der zu Schnee bringt. Da unten sind noch die anderen. Da geht auch wer. Und da oben geht auch wer. Aber ja, ich glaube, jetzt wird es eine Zeitfrage werden. Fuck! You're still in the avalanche field, come this way! What? You're still in the avalanche field, keep coming this way! Habst du das gesehen? A motherfucking Steinlawine ist da reingegangen. Der Eismann ist im letzten Moment unterm Sturm so unten zugekommen. Und so große Trümmer sind über ihm drüber geflogen und so große Trümmer, also fast so, ja, ich weiß nicht, dreimal Fußball groß. Die liegen jetzt genau da, wo die Switchbacks beim Trail sind. Gerade ein bisschen nur vom Schnee bedeckt. Wenn der schmilzt, der Schnee, die können runterfahren. Hey. Ich hoffe, heute kommt keiner zu spät auf den Berg. Hey. Fuck, das war knapp. Und die zeigt euch, da unten sind. Da ist der Iceman, der vorderste. Da sind die anderen. Und ich glaube, da hinten, wo wir gecampt haben, sind auch noch zwei. Und da sind die anderen zwei. Heilige Scheiße, war das knapp. Hui! But, yeah, it makes it hard. Alright. You know how to self-arrest. Shit. Nice job, dude. Just go slow and easy, man.
understand, you have to be drink kit, but... Technically, we're not at the top. Look up there. Oh, I'm pretty happy with that one. Yeah. Nice. Oh, fuck yeah. It feels not much of you today. No, but it's fucking very easy down here. Dude. It's like, now I see what you said about a good potato that when you drive through. Oh yeah. So the trail actually goes around that way, and then it drops into an area there. It doesn't matter. No, this is. Oh, what is. Oh, yeah. Da unten ist die Baumgrenz. Ah, das ist so anstrengend, das Stapfen, Eissenken im Schnee die ganze Zeit. Aber bald haben wir es. Yeah! Es wird interessant. Fuck! Geschafft! Wie eine Ballerina, die eine Bedrohung geschwächt. All the way south, past Bakersfield, around the Sierras, up towards Fresno, and then they pick it up. So, vom Forest the Pass sind wir jetzt offiziell runter. Der war irgendwie da hinten oben drin, keine Ahnung. Aber es geht jetzt da weiter. John Muir Trail North. Da durch auf. Super steil. Fuck. Auf zum, ich glaube, Glen Pass. Das ist jetzt der Pass, der was da oben ist. Den machen wir aber jetzt in der Halbert, weil bei der Hälfte ist die Abzweigung Richtung Independence, Lone Pine und Bishop. Zum Seitenweg, zum Sidetrail. Und den werden wir machen. Und dann gehen wir morgen nach Bishop wahrscheinlich. Zuerst einmal gemeint Independence, aber Bishop ist die coolere Stadt, hat es geheißen. Also gehen wir da jetzt mal hin. Also der Aufstieg da zum Glen Pass auf, der ist um einiges steiler wie der Aufstieg auf den Forester. Aber gebt euch bitte wieder mal den Ausblick. Yeah.
her. Die Sierras sind wirklich episch. Mir fällt da jetzt gar kein anderer Ausdruck, ey. Wahnsinn. Jetzt sind wir bei der Kreuzung. Da geht's zum, also Richtung PCT weiter. Und da drüben durch habe ich, geht's Richtung Kearsarge, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Kearsarge Pass. Das ist der Weg in, also nach Independence, Lombine oder Bishop. Ja, also PCT, wir sehen uns wieder in ein, zwei Tagen, ich weiß nicht. Wir haben schon vorher diskutiert, ob wir wieder ein Zero einlegen. Wir sind eine richtige Partie. Und ich glaube, es ist so ziemlich jeder dafür, dass wir ein Zero machen in Bishop. Ja, also ich bin der Letzte, der sich da dagegen stellt. Das kann ich ehrlich zugeben. Also, Richtung Richtung Bishop geht's jetzt da, oder Richtung Kearsarge Pass. Das gibt's gar nicht, hey. Schaut's euch bitte an, wie schön das alles ist. Wahnsinn. Das ist Bullfrog Lake. Und gleichzeitig unser Campstall. Wir bleiben heute da. Wahnsinn, Leute, ich sag's euch. Ah, ja, da wieder ein. Yeah! Captain Ahab! Oh yeah! Hey. I'm gonna put him in your pot. Chicken, I'll like anything right now. I just wanna be in a hot bed. See, my tent doesn't really get warm, so I can't believe it's just as warm, I guess. Yummy! Okay, Leute, das war halt ein Hammertag. He? Camped haben wir auf über 4000 Höhenmeter. Dann sind wir beim höchsten Pass vom PCT drüber gegangen. Eine Sturlawine hat fast einen von uns erwischt. Dann sind wir da durch, hab ich, über die Schneefelder. Dann sind wir da jetzt noch bei dem Pass aufgegangen. Und der Ehep hat noch einen Fisch gefangen, den wir gerade gegessen haben. Das war ein Tag, unglaublich. Ja, und da hinten ist unser Campsite. Ja. Da gleich bei dem See nehmen. Und da hinten oben, da oben, wo das kleine V ist, ich glaube da in der Mitte, da ist der Kearsarge Pass. Da gehen wir morgen drüber und in die Stadt. Wow, geiler Tag. Ich hoffe, dass der nicht gefahren ist. Scheiße. Laguna walked the ridge in the rain and then. Einen haben wir verloren, der ist zusammengefahren über die Nacht. Took a zero and Julian hit out the rain. Got back on trail and then got the Warner's. Guten Morgen. Ja, von hinten vom See sind wir hergekommen. Und da geht's durch, okay. Richtung Kearsarge Pass. Und dann nach Bishop! Ja, es war richtig kalt gestern Nacht, oder? Es war alles gefroren. Und ich glaube, ich habe den Wasserfilter wieder ruiniert. Ich habe ihn vergessen zum Ende da. Und der ist auch durchgefroren. Das muss ich dann in der Stadt probieren, ob der wohl noch funktioniert. Sonst muss ich mir unbedingt wieder einen reinholen. Scheiße. Ja. Search pass. Okay,
hier so ein Spaß ist, ein bisschen einfach. Aber jetzt schauen wir gerade, dass wir ein Auto organisieren da unten. Das, was uns dann aufgabelt. Alter Schwede, es ist da kalt gewesen. Da geht's auf der Seite, aber da hinten ist der Wind gegangen. Unglaublich. Yeah. Oh yeah, da unten ist der Parkplatz. Onion Valley. Bald sind wir da, bald haben wir es geschafft. Geil! Eastside Guesthouse. Da schlafen wir. Also gestern und heute. Ich denke, das hin. Yeah. So schaut's da aus. Da sind die unterschiedlichen Häuser, wo die Leute drei schlafen. Und da in dem Haus ist sowas wie ein Gemeinschaftsraum. Also da schlafen die Leute. Wir schlafen ganz rechts, ganz links, da wo der Rucksack steht. So, und das ist das Zimmer. Das ist meins. Das sind die anderen. Oh oh. Der füllt automatisch auf. They came out and they fucking recalled the earplugs we got, the yellow and brown ones, the bulb ones. And so now what it is that if you have any kind of like tinnitus or any kind of like difference in your hearing, it's automatically 15% for fucking loss of hearing. You don't even have to go through a board or anything. Wir sind in einer Bäckerei. Schaut's! Machen wir los, gibt's euch das? Oder das sind alles Brotsorten verschiedene, ich halte das nicht aus. Ist das cool? Whiskey Creek. Cooler Name. Wie heißt die Filme? Yeah, he was actually thinking of going to McDonald's. Logistic bacon. Any of these, really. You had something like... A Bronco. Geil.
So, jetzt haben wir gerade nach Independence gekitscht und haben unsere Backerl geholt. Und jetzt geht's wieder nach Bishop zurück. Also da mit dem Bus werden wir wahrscheinlich nach Bishop zurückfahren. Bin jetzt beim KFC. Geil. Hohoho, yeah.